Er ist einer der anerkanntesten und einflussreichsten Veteranen der Außenpolitik in Washington. Zbigniew Brzezinski, nationaler Sicherheitsberater von 1977 bis 1981 unter US-Präsident Jimmy Carter. Der heute 84-Jährige gilt als geostrategischer Denker. Er ist Autor zahlreicher Bücher und hat weiter eine starke Stimme in Sachen Außenpolitik. In einem Exklusivinterview mit Euronews lobte Brzezinski das neue außenpolitische Team von US-Präsident Barack Obama. Dr. Brzezinski, danke, dass Sie hier sind und uns helfen, die Außen- und Sicherheitspolitik der zweiten Amtszeit von Präsident Barack Obama zu analysieren. Er hat zwei ehemalige Senatskollegen ausgesucht, um die Außen- und Verteidigungsressorts zu leiten, John Kerry und Chuck Hagel. Beides Männer, die durch die Erfahrung des Vietnamkrieges gezeichnet sind. Ist das ein Zufall oder steckt da eine Botschaft dahinter? Ein wenig von beidem. Ich denke, es geht nicht darum, speziell die Bedeutung der Erfahrungen aus dem Vietnamkrieg zu zeigen. Aber andererseits war es natürlich eine der wichtigsten Episoden in Amerikas Abenteuern auf globaler Ebene. In diesem Sinne sind die beiden wohl weise genug, ihre eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Gibt es schon so etwas wie eine Obama-Doktrin? Wir haben eine Obama-Doktrin, aber ich habe schon häufiger gesagt, das birgt ein gewisses politisches Risiko für mich. Es gibt eine Obama-Doktrin, wir haben keine Obama-Strategie. Ich denke, diese beiden können die Strategie für die Doktrin liefern. Und wie sieht diese Strategie aus? Ich denke, zunächst sollte der Ausgangspunkt sein, dass man anerkennt, dass die traditionellen globalen Konflikte, wie wir sie 200 Jahre lang erlebt haben, zukünftig nicht mehr zählen werden. Die globale Hegemonie einer einzelnen Macht ist nicht mehr länger machbar, selbst wenn es die mächtigste ist. Aber gleichzeitig werden wir mit mehr Konflikten konfrontiert sein, die möglicherweise hohe Risiken bergen. Deshalb muss unsere Antwort darauf viel intelligenter, mannigfaltiger, hoffentlich kollegialer mit anderen wichtigen Staaten abgestimmt sein und eine Art totaler Konfrontation vermeiden, wie wir sie in unserer jüngsten Geschichte kannten. Das erste Jahr der zweiten Amtszeit eines US-Präsidenten ist immer sehr hoffnungsvoll, denn der Präsident hat viel außenpolitisches Kapital. Er hat volle 4 Jahre, um kreativ zu sein und muss sich nicht um seine Wiederwahl sorgen. Wie sollte Obama dieses Kapital anlegen? Was sollten seine Prioritäten sein? Ich denke, die Prioritäten sind gewissermaßen bereits vorgegeben, etwa durch die Dinge, mit denen wir durch die Konflikte und Spannungen im Nahen Osten konfrontiert sind. Nicht nur mit den traditionellen, wie dem zwischen Israel und den Palästinensern, sondern auch der Syrien-Konflikt hat das Potenzial, zu weiteren Spannungen zu führen. Er muss sich außerdem mit den Risiken, die vom Iran ausgehen, auseinandersetzen. Wenn man sich die südlichen Grenzziehungen Eurasiens ansieht, von Nordkorea bis ins Chinesische Meer, Indien und China, Afghanistan und Pakistan, Iran, Irak, Syrien, von Suez bis Ägypten und dann von Niger bis Mali, wir sind einem ganzen Gürtel potenziell explosiver Umstände ausgesetzt. Lassen Sie uns über Europa sprechen. Manche Beobachter sagen, Amerika unter Obama sei europäisch geworden. Das sollte ich natürlich als Kompliment auffassen, aber es handelt sich natürlich um Sarkasmus. Wir wissen, dass Europa eine Menge Probleme hat, dass in Europa einiges schiefgelaufen ist. Aber wir wissen auch, dass Europa Verantwortung und politische Führung gezeigt hat. Ich will Sie Folgendes fragen. Gibt es derzeit etwas, das Amerika von Europa lernen könnte? Auf eine Art, ja. Wenn man nach Europa und auf seine Probleme blickt, dann ist das fast ein Spiegelbild einiger unserer Probleme. Sozioökonomische Konflikte,
ernsthafte innenpolitische Polarisierungen, politischer Stillstand und die Abwesenheit einer überzeugenden Vision für die Zukunft. Gridlock politically and the absence of a shared and compelling vision of the future. Wir können also von den Problemen des anderen lernen. Ich denke, wir werden uns unseren Problemen stellen und die Europäer, besonders die Europäische Union, werden sie auch lösen. Schaut man sich den Wettstreit zwischen den USA und aufstrebenden globalen Mächten wie China, Indien und Russland an, braucht Amerika Europa dann noch oder braucht es Europa sogar mehr? You mentioned China, India, Russia as the emerging powers. Sie nannten China, Indien und Russland als aufstrebende Mächte. Wenn Sie sich das näher ansehen, ist nur eine von ihnen eine aufstrebende Macht, die anderen beiden sind es nicht. Die eine setzt sich mit ihrer Nostalgie für die Vergangenheit auseinander und die andere hat eine Art überhöhter Meinung von sich selbst. Die einzige aufstrebende Macht ist China, und darauf müssen wir natürlich Acht geben. Aber Europa ist bereits enorm wichtig. Es ist unser wichtigster Handelspartner, unser wichtigster weltweiter Verbündeter, und es hat eine Lebenskraft, mit der es bedeutend die globalen Vorgänge beeinflusst. Vorausgesetzt, die Europäer teilen klar mit, was für eine Zukunft sie wollen. Es gibt einige bestimmte Tendenzen in Europa, einige nostalgische Tendenzen, die rückwärtsgewandt sind. Das wird Europas Probleme nicht lösen. Europa braucht heute nach vorn gewandte politische Führungen, so wie es vor einigen Jahrzehnten war und was heute fehlt. Seit der Verabschiedung des Magnitsky-Gesetzes sind die Spannungen mit Russland stark eskaliert, vor allem nach dem russischen Gesetz, das es Amerikanern verbietet, russische Kinder zu adoptieren, und der Entlassung der Angestellten von Radio Liberty in Moskau. Wie beurteilen Sie Obamas Rücksetzung in den Beziehungen zu Russland? War er zu naiv? Wie sehen Sie das? Well, I certainly don't think it was a total failure, and I don't think it was naive. Nun, ich denke sicher nicht, dass es ein vollkommenes Versagen und naiv war. Erstens war es sehr beschränkt. Denken Sie nur über den Begriff nach, Rücksetzung. And what is the reset on the computer? It's not some dramatic act. Daran ist nichts fürchterlich Schlimmes. Er kommt aus dem Computerzeitalter, oder? Und was ist die Rücksetzung eines Computers? Das ist nicht eine dramatische Art, etwas sich innerhalb oder auf dem Computer Befindliches zu ändern. Es ist eine Neueinstellung, eine leichte Neudefinierung der Ziele. Ich denke, das wird weiterverfolgt, aber mit der Rückkehr Putins wird das nun unter weitaus schwierigeren Bedingungen geschehen. Putin Nummer zwei ist weitaus weniger effektiv und attraktiv als Putin. Er ist mit der Vergangenheit beschäftigt, mit dem Begriff einer weltweit großrussischen Macht, einer Art Sowjetunion mit neuem Namen. Das sind unrealistische Ziele, die am Ende, wie ich meine, noch nicht einmal eine Mehrheit der Russen unterstützen wird. Denken Sie, es wird so eine Art Rücksetzung der Rücksetzung während Obamas zweiter Amtszeit geben? Es wird einige Übereinkünfte und einige Unstimmigkeiten geben. Dr. Brzezinski, thank you very much. Fascinating conversation. Thank you. I enjoyed it very much. Good luck. Thank you. Bye-bye.